Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung aus dem schneereichen Finnland. Und zu einer heutigen Folge haben wir frisch gepresst die Themen Thai Airways. Sie wollen Kunden verklagen, weil er auf Facebook was gepostet hat. Gut, wir müssen zugeben, dass das etwas bekloppt ist, was er gepostet hat, aber anderes Thema. Dann Discover Airlines findet das gar nicht toll, dass Streik ist. Sie vermuten da was ganz anderes hinter dem Streik. Dann Discover Airlines will aber trotzdem die Flüge, die morgen und heute nicht stattgefunden haben, trotzdem versuchen, pünktlich abfliegen zu lassen. Und wir haben Sixt Status Match. Ich hatte heute wieder einen Call mit einem Kunden, der meinte, ich muss unbedingt bei Sixt einen Status haben und es geht auch mit Hotelstatus. Ich guck mit euch oder wir gucken uns zusammen mal an, was da so abgeht. Und wir haben Qatar Airways Avios. Die haben den Vorteil, dass man, wenn man jetzt übernachtet bei den Freunden von Accor, dass man dort Punkte bekommt und umgekehrt, dass man bei Accor Punkte bekommt, quasi Qatar wechselweise, genau. Und es gibt ein Programm bei Qatar Airways für Firmenkunden und die Firmenkunden bekommen jetzt, wenn sie Neukunden sind, 30.000 Punkte. Gucken wir uns auch genau an. Ihr könnt jetzt nochmal gucken, wann ihr zum Stammtisch kommt. Wir haben Stammtisch am 19. in Frankfurt, am 20.8. und am 21. in Köln. Und was ganz wichtig ist, ist natürlich den Kanal abonnieren, Glocke an, Like da lassen, aber auch ganz, ganz wichtig, kommentieren, Kanalmitgliedschaft. Ihr wisst ja, wie es geht. Ja, da bin ich doch schon wieder durch mit dem Thema und wir können direkt mit Discover Airlines anfangen. Und zwar bei Discover Airlines ist es so, dass man dort trotz des Streikes alle Flüge stattfinden lassen möchte. Und da macht es doch relativ guten Eindruck, wenn man bei der Muttergesellschaft Flüge bekommen kann. Und zwar die Lufthansa oder die Austrian und wer auch immer da im Lufthansa-Konzern fliegt, wird diese Flüge dann durchführen, wenn Discover die nicht durchführen kann. Und das ist natürlich der Vorteil. Die von Frankfurt aus sollten während des Streiks 90% der geplanten Kurz- und Mittelstreckenflüge abgehen, also durchaus eine gute Quote. Auf der Langstrecke sollen rund 30% bedient werden, also nicht mehr so eine gute Quote. Deshalb kann man jetzt darüber streiten, ob alle Flüge stattfinden werden oder viele Flüge stattfinden werden. Auf jeden Fall ist es so, dass es die Flüge natürlich dann aus München von der Lufthansa durchgeführt werden. Das finde ich schon okay und das ist auch richtig so. Also ihr könnt ja auch nochmal schreiben, was ihr davon haltet. Es geht hier immer noch um einen Ersttarifvertrag, denn die Discover ist ja vor 2 Jahren gegründet worden mit einem anderen Namen, Eurowings Discover. Da bin ich mal gespannt, wie ihr das so seht. Interessant ist es ja auch, dass man ja eigentlich die im Konzern alle gegeneinander ausspielen wollte. Das klappt dann irgendwie nicht so ganz, ne? Also, weiß ich jetzt nicht. Also kann man ehrlicherweise auch nicht so sagen. Also das heißt, auf der einen Seite natürlich ist klar, dass Lufthansa da einspringt, weil das Kosten sind. Und das andere sind natürlich das Thema, ob man das Personal gegeneinander ausspielt. Und ich glaube nicht, dass jemand, der bei Lufthansa arbeitet und dann für die Discover was fliegen soll, auf einer Lufthansa-Maschine logischerweise sagt, ich habe heute keinen Bock. So. Dann das nächste Thema ist natürlich wieder Eurowings Discover. Und zwar da ist es so, dass die Discover der tiefsten inneren Überzeugung ist, dass man mit dem Pilotenstreik was anderes machen möchte. Zitiere. Und zwar: Tatsache, dass die VC nun ohne das von ihnen geforderte neue Angebot des Arbeitgebers abzuwarten zum dritten Mal innerhalb weniger Wochen zum Streik aufruft, macht deutlich, dass es hier nicht um gute Lösungen geht für die Mitarbeiter, sondern andere Interessen verfolgt werden, sagt die Discover,
Sprecherin. Jetzt können wir uns natürlich mal schauen, was können diese anderen Sachen sein? Sinister, sinister. Und zwar ist das so, dass man für 48 Stunden die Arbeit niederlegt, also am heutigen Sonntag und am morgigen Montag. Es ist auch der dritte Ausstand, wenn man ehrlich ist. Aber ich weiß jetzt nicht, was die da anderes machen als Druck aufbauen. Also was sollten die denn anderes machen? Und ehrlicherweise geht es um Ersttarifvertrag. Und anscheinend ist das halt auch so eine Linie, die man bei der Lufthansa feststellen kann. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich habe immer das Gefühl, die Lufthansa versucht das immer so ein bisschen auf Zeit zu spielen und zu gucken, bis es knallt und wie knallhart die dann sind. Und das ist halt auch überall so das, was da so durchkommt. Nicht so diesen klassischen Condor-Style, wo man bei Condor sagt, hey, Freunde der gepflegten Gastlichkeit, wir einigen uns eben auch, bevor der Vertrag fällig ist. Und deshalb würde ich das jetzt auch unter Folklore abschreiben, was sie da sagt. Auf jeden Fall ist es so, es gab jetzt um 13 Uhr ein Update von den Leuten bei Lufthansa und zwar beziehungsweise Discover, dass etliche Flüge halt gestrichen worden sind, damit war ja zu erwarten. Und am Sonntag online einsehbarer Abflug der Flughafen zu entnehmen, dass darunter Verbindungen auch waren, die nach Gran Canaria, Fuerteventura, aber auch in die USA gegangen sind, also auch längere Strecken und natürlich Mexiko. Also insofern hat das dann nicht ganz so geklappt. Aber ich gehe mal davon aus, dass viele Leute dann einfach grundsätzlich auf Lufthansa umgebucht werden oder auf andere Partner-Airlines. Also insofern dann etwas Glück im Unglück, wenn man ehrlich sein möchte. Auch hier wieder, seid einfach mal mit euren Kommentaren dabei und sagt, was ihr davon haltet. Thai Airways. Thai Airways oder Thailand. Ich muss Thailand sagen. Thailand ist ja ein beliebtes Reiseziel. Ich selber mag Bangkok gerne. Ich mag auch Thailand, Phuket und so weiter sehr gerne. Ich mag aber auch Hua Hin. Und wie es alles da heißt, die Landschaft, die Natur, die Leute super, das Essen super. Also Thai-Essen, ich liebe es. Da gibt es gar nichts. Aber was durchaus in Thailand schwierig ist, und das wissen wir ja auch alle, die wir im Hilton zum Beispiel am Flughafen übernachten, wenn seine Hoheit dort ist, dann ist das etwas mit Land unter und etwas stressig, weil natürlich dort alleine den Namen zu nennen oder auch dann gerade mal schlecht darüber zu reden, über das Königshaus, das bringt einen in den Knast. Genauso ist es auch, dass es in Thailand durchaus interessante Geschichten gibt, wo Leute, wie soll ich sagen, Hotel-Reviews gemacht haben und dann auf einmal merkwürdige E-Mails bekommen, komm du mir nochmal zurück nach Thailand, ich verklage euch. Und jetzt ist es so, dass dort Thai Airways reagiert und auch mit der Klage droht jemanden. Und zwar folgende Situation. Thai Airways sollte fliegen mit einer 787 von Bangkok nach Melbourne. Geile Stadt übrigens, Melbourne. Die sind aber dann in Sydney gelandet. Ein Passagier hat sich darüber beschwert, dass diese Diversion nach Sydney vom Piloten nicht ordentlich kommentiert worden ist. Und zwar ist es so, er hat halt nicht den wahren Grund genannt in seinen Augen. Und damit war er nicht happy. Und jetzt mal unter uns Hausfrauen. Wenn ich in der Luft bin und er erzählt mir, dass wir gerade zwei Triebwerke verloren haben, dann würde ich das auch nicht ehrlicherweise erzählen, was natürlich nicht der Fall war. Aber da dann auf Facebook ein Fass aufzumachen, halte ich für problematisch. Was ich auch für problematisch halte, ist, dass man dann von Facebook aus dann den Konzern beleidigt, aber der Konzern dann auch mit einer Klage droht. Und es gibt ja in Thailand diese Defamation Law, also diese, üble Nachrede, Verleumdung oder sowas, würde es, glaube ich, im Deutschen heißen. Und da ist es halt wirklich so, dass sie da relativ viel Freiheiten haben. Nur weiß ich jetzt nicht, inwieweit das Sinn macht. Also wir wissen ja alle, das ist dann, glaube ich, der sogenannte Barbara Streisand-Effekt, dass wenn man wenn jemand Schlechtes über jemanden erzählt und der jemand, über den das Schlechte erzählt worden ist, da nochmal anfängt, da was draufzusetzen, dass sich das dann verselbstständigt.
Warum heißt das Barbara Streisand? Barbara Streisand hatte, glaube ich, irgendwie gegen irgendwelche Fotos von ihrem Anwesen protestiert. Und das hat ein paar Leute dann gesehen, dass man gesehen hat, wo sie wohnt. Aber dadurch, dass sie halt protestiert hat gegen die Bilder, ging das nochmal eine Runde und dann wusste es eigentlich fast jeder, wo sie wohnt. Ne? Und das ist das, was damit gemeint ist. Aber nichtsdestotrotz finde ich es einfach nicht ein gutes Benehmen, da den Leuten zu drohen. Er hat seinen Beitrag zurückgezogen und das Thema ist dann auch vom Tisch. Aber alleine dieses Drohen auch von Hoteliers zu drohen mit Klage und so weiter, hey. Ich habe in meinem Leben auch teilweise mit Leuten Stress oder mit Leuten irgendwas gehabt, wo wir beide eine differenzierte Meinung haben zu einem Produkt. Das heißt also, wenn ich etwas als Dienstleistung verkauft habe, die haben gesagt, ich habe mir mehr erwartet oder so weiter, dann muss man sich damit auseinandersetzen und dann muss man halt darüber reden und muss halt sagen, hey, okay, ich verstehe deinen Punkt oder ich verstehe deinen Punkt nicht. Dann muss man halt einfach Erwartungsmanagement machen. Aber da mit einer Klage zu drohen, zumindest nicht als Dienstleister, also von Thai Airways Seite, halte ich dann auch für wesentlich besser. Und ich meine, natürlich, wenn man solche Tiraden von Kunden hat, das ist schon merkwürdig. Also insofern muss man beide zur Raison rufen. Und interessant war auch, dass so, dass es so ist, Captain Faisal, das war der, der geflogen ist, das ist auch irgendwie der Post gewesen. Und da gab es dann das Ganze. Und wichtig ist halt wirklich mitzunehmen, Thailand ist ein geiles Land, aber da muss man halt so ein bisschen sensibel sein. Ist auch wie in arabischen Ländern, da muss man halt ein bisschen sensibel sein. Ist nicht wie bei uns im Westen, wo man einfach mal eben erzählen kann, hier, ne? Da hat sowas Konsequenzen. Also da müssen wir aufpassen. Und deshalb die Frage des Tages. Und die Frage des Tages ist, wie findet ihr das Verhalten von Thai Airways? Da dem Kunden mit Klage zu drohen, sollte man Kunden mit Klage drohen, wenn sie einem so quer kommen und wenn es der Reputation schadet? Oder sollte man einfach sagen, okay, wir einigen uns still und heimlich und gut ist? Gab ja auch da bei dem einen Blogger die Geschichte, dass Qatar Airways ihn geblockt hat. Also solche Sachen, die dann öffentlich werden, ist eher Folklore in meinen Augen. Aber da bin ich mal gespannt, was ihr davon haltet. Und dann natürlich, was ihr davon haltet, solche Probleme öffentlich zu machen. Ich persönlich halte was davon, Sachen öffentlich zu machen, wenn man nicht weiterkommt, eventuell dann als Final Resort, aber nicht direkt. Und die alte Bundeswehrregel gilt: erstmal drüber schlafen. Also, das heißt, bevor ich bei meinem Vorgesetzten irgendjemanden melde oder sonst was mache, schlaf drüber. Und das ist in der Tat so, denn nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Da bin ich mal gespannt, wie ihr das seht und ob ihr meine weisen Worte am Heiligen Sonntag auch so unterstützen könnt. Kommentieren. Stammtisch. Aachen, Frankfurt, Köln. Ja, dann hatten wir heute einen Call. Nee, das kommt erst noch ein anderes Thema und zwar Qatar Airways. Und zwar ist bei Qatar Airways gibt es ja ein Firmenprogramm, wo man nochmal als Firma sammeln kann. Das nennt sich Qatar Airways Beyond Business Bonus. Und da gibt es für Kunden, die da noch nicht angemeldet sind, 30.000 Punkte, wenn man bis sich zum 31. März anmeldet. Jetzt fragt ihr, wie funktioniert das? Funktioniert eigentlich genauso wie das normale Meilensammeln. Aber man kann dann alle Leute, die aus der Firma sind, da drin poolen. Heißt also, dass man da dort auch verschiedene Membership-Levels bekommt. Dass man zum Beispiel dort Q-Rewards bekommt, Discount-Fares, also Rabatte bekommt, dann kann man bekommen Privilege Club Tier-Offer. Das heißt also, dass man da auch dann Statuskarten bekommen kann, als interessante Sache und natürlich andere Benefits. Und die Status-Level sind Elevate, Accelerate, Ascend, Advance und Achieve. Die sind aber unabhängig von dem normalen Status, heißt also, man bekommt dieses, wenn man innerhalb von 6 Monaten auch 10.000 US-Dollar ausgegeben hat in dem Programm. Finde ich unheimlich spannend, sowas, weil es gerade dann nochmal eine zusätzliche Möglichkeit gibt, um da meinen Punkt und Status zu sammeln. Auch hier natürlich für den einen oder anderen interessant, der eine Firma hat, aber trotzdem privat fliegt oder mit der Familie fliegt, da nochmal zusätzlich eine Möglichkeit haben, Meilen zu sammeln. Wir haben dann Six Status Match. Jetzt ist es aber soweit, dass der Kollege, mit dem ich heute den Call hatte, der hatte mich gefragt und da ist es so, dass man bei Six durchaus auch einen Platin-Status bekommen kann.
dass man dort seinen Status etwas verbessern kann. Ich persönlich bin ja ein großer Sixt-Freund, habe auch mehrere Diamond-Status durch meine Horncircle-Karte, durch meine Centurion-Karte und aber auch damals noch eine Karte von Sixt selber bekommen, die Diamond-Karte. Und da ist es so, da gibt es halt ein Status-Match. Und dieser Status-Match ist jetzt nicht so, dass man dann von Europcar oder National oder wie die alle heißen kommen muss. Also das ist jetzt etwas, wo man wirklich sagen muss, hey, da geht auch anderes. Und da zeige ich euch jetzt mal was. Und zwar, wenn man auf die Webseite geht, hups, jetzt habe ich mich verdrückt, einmal kurz, oh, da ist es. Da gehen wir doch hier drauf, da seht ihr das hier, zack, ist es jetzt richtig? Ja, da ist es richtig. Da seht ihr Worldwide Benefits through Exclusive Six Partnerships. Und zwar, da gibt es bei den Airlines Advantage, Air Rewards, Air Rabbit, Nomad Club, Asia, Emirates, ich gehe auch gar nicht auf alle ein, ja, Lufthansa, Mongolien, Katar, also da gibt es richtig viele. Und jetzt, was viel geiler ist, weil viele haben ja doch einen Hotelstatus. Hier bei All Life Limited, Arkona, Bayerischer Hof alleine, dann Europapark Resort, Falkensteiner, Marriott Bonvoy. Dann lass uns doch einfach mal gucken bei Melia Rewards. Also hier gehen wir einfach auf Bonvoy, gucken wir auf Bonvoy. Da ist es so, dass man Statusmatch bekommt und zwar auf... wo ist es denn? Partner Merit Bonvoy. Das sind die Vorteile, die man bekommt dort. Man bekommt den Platin-Status. Man bekommt den Sixt-Platin-Status mit einem Bonvoy Platin oder Titanium Membership. Daran seht ihr das. Und dann die Goldkarte gibt es mit Silberkarte schon und Gold. Und wenn man gar nicht ist, dann kriegt man halt einfach nur die normale Expresskarte. So ist es richtig. Oder wenn wir dann einfach mal gucken bei Lufthansa, wo haben wir es denn? Da müssen wir einmal zurückgehen. Und zwar gehen wir hier. Ich finde es jetzt einfach nur mal spannend, um das mir anzugucken. Da ist Lufthansa. Da ist bei Lufthansa Express Sixt. Aber hier gibt es Platin-Status, gibt es halt wirklich mit der Senatorkarte. Ja. Und da seht ihr halt die Vorteile, die es hier gibt. 15% Discount bis zu... und so weiter und so fort. Also da ist wirklich Musik drin. Das mit dem Diamond, das gibt es wohl vielleicht nicht mehr. Ich weiß es nicht. Jetzt gucken wir mal bei Finnair. Ich mag ja Finnair. Da gibt es dann mit Platin und Lumo gibt es den Diamond-Status. Ne, Quatsch, Platin-Status. Entschuldigung. Platin-Status. Also alles wie gehabt. Ich finde das persönlich tipptopp, was es da gibt. Und dann gebe ich euch das Bild wieder. Ist das etwas, was ihr toll findet? Ist es etwas, wo ihr sagt, oh, da habe ich gar nicht mit gerechnet? Also da wäre ich mal gespannt, was ihr davon haltet. Und das letzte Thema, was wir heute haben, ist natürlich eine reziproke Meilengutschrift bei den Freunden von Qatar Airways und All Life Limitless. Und zwar, da gibt es 1000 Bonus Avios und All Rewards Points, wenn man mit Qatar Airways fliegt oder in einem Accor Hotel übernachtet. Heißt also 1000 Avios am nächsten Flug mit Qatar Airways, nachdem man die beiden Konten miteinander verlinkt hat und bis zum 29. Februar seine Reise gebucht hat. Man muss aber dann reisen bis zum 31. März 2024. Also habt ihr noch ein bisschen Zeit. Dann, wenn man bei den Freunden übernachtet von Accor, da gibt es auch 1000 Punkte dann Avios-mäßig für Buchung bis 29. und dann auch bis 31. muss abgewohnt werden. Und wichtig ist halt wirklich, dass man diese Konten miteinander verbindet. Das geht sowohl dann auch für Fairmont Hotels, Accor, All Life Limitless und natürlich Qatar Airways. Das als letztes Thema. Und jetzt sind wir auch fast mit den 20 Minuten voll. Ihr könnt jetzt den Kanal abonnieren, die Glocke anmachen, Like da lassen, kommentieren, Stammtisch teilnehmen. Ich sage es zum letzten Mal, für heute zumindest. Köln, Aachen, Frankfurt. Wir fangen in Frankfurt an mit 19. 20. Aachen, 21. Köln. Also, ich freue mich, euch dort zu sehen und bei Fragen, Sorgen, Nöten. Warte, wo ist es? Wo ist es? Hier. Oh. Da einfach die WhatsApp schreiben, so wie es viele gemacht haben. Oder wenn ihr einfach amerikanische Kreditkarten haben wollt, eine Senatorkarte haben wollt, sagt mir einfach Bescheid. Also, danke und bis morgen in alter Frische und für euch jetzt einmal den Abspann. Bis dann, ciao.